24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Boom. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rise, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zur 5. Episode des diesjährigen YPC Bank und damit zur Auftaktfolge der Gruppe C. Angeführt wird diese extrem starke Gruppe vom amtierenden Champion Toon van Ham, der bei seiner inzwischen 3. Turnierteilnahme erneut der jüngste aller Teilnehmer ist. Der Belgier startet wieder für die dänische Raubfischmarke Westin, die nach dem YPC-Boot-Gewinn in dieser Saison als erste Brand 2 YPC-Wanderpokale gleichzeitig in der Vitrine stehen hat. Toon wird natürlich alles tun, um diese Zeit möglichst zu verlängern. Wer ihm bei diesem Vorhaben sicher nicht einfach zusehen wird, ist Veit Wilde. Der Seriensieger der Profiliga feiert sein YPC-Comeback und geht erneut für die deutsche Raubfischmarke Seika Pro ins Rennen. Vor allem bekannt für Routen und Köder, wie zum Beispiel die beliebten Night Fight Wobbler. Ebenfalls mit viel Ambition angereist ist Daniel Andriani, der einmal mehr den Online-Shop hechtundbarsch.de repräsentiert. In den letzten beiden YPC-Bank-Editionen konnte der Mann aus Simbabwe jeweils das Halbfinale erreichen. Mal sehen, ob ihm in diesem Jahr noch mehr gelingt. Etwas weniger erfolgreich lief es in den letzten Runden für Malte Gatz. Trotz oftmals guter Fänge erreichte Malte bisher nie das Halbfinale. Die französische Tackle-Schmiede Ganki setzt aber erneut auf seine unbestreitbaren Fähigkeiten. Bleibt abzuwarten, ob der Rostocker seine PS dieses Mal besser auf die Straße bekommt. Als zweiten Belgier in dieser Gruppe begrüßen wir Sami Mohib. Bei seiner zweiten Teilnahme geht der 26-Jährige wieder für den japanischen Premium-Hardbait-Hersteller Yosuri an den Start. Mit Erreichen der Zwischenrunde und einigen guten Fischen war sein Debüt ziemlich vielversprechend. Wir sind gespannt, ob der sympathische Streetfishing-Spezialist daran anknüpfen kann. Die große Unbekannte in Gruppe C ist Alex Schmidt. Der Veranstaltungstechniker aus Herford kann keinerlei Turniererfahrung vorweisen, kennt die Turniergewässer aber ziemlich gut und gilt als technisch sehr versiert. Nicht umsonst schickt der japanische Weltmarktführer für Angelschnüre Sunline den Barschliebhaber ins Rennen. Alex fischt zu Beginn mit Daniel und Malte in Zone 1. Toon, Veit und Sami beginnen in Zone 2. Damit aber erstmal genug geredet. Die Sonne geht auf und unsere Teilnehmer sind bereits auf der Straße. Guten Morgen, Leute, und willkommen zum YPC Bank 2023. Es ist schon 6.30 Uhr und ich bin auf dem Weg. Es ist schön früh. Ich hoffe, jetzt in der nächsten halben Stunde, 40 Minuten Fahrt, würde ich mich ein bisschen mehr aufwecken und dann doch relativ gut fühlen, wenn wir am ersten Spot ankommen. Die Anspannung steigt. Erster Tag für mich im YPC 2023. Ich bin auf dem Weg zum Wasser und mein erster Plan für heute ist eigentlich auf Hecht zu angeln. Ganz gezielt auf Hecht, auch mit relativ großen Ködern. Ich habe einen schönen See gefunden, wo auf jeden Fall ein guter Hechtbestand vorhanden ist. Ob die heute beißen, wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall heiß. I was actually planning on going to a polder and then I thought, no, I will go to my perch and zander spot. And now I still don't know. So we will see where we end up in the end to start the day. And I hope we can show you some good fish today. Today we're going for some street fishing. The sky is still a bit cloudy, so I have good hope for zander first. And then when the sun will come out, we will go for perch fishing. Let's go, guys. Wir sind hier an einem schönen Kanalstück.
hat man auch schon mal gesehen. Und ich werde hier lang gehen und erstmal Topwater angeln. Ich hoffe jetzt direkt am Morgen auf einen schönen Barsch auf Topwater oder kleine Twitchbaits. Wir sind im Training hier gewesen, hat beides funktioniert. Ja, ich glaube, es wird geil. Wir machen schön Strecke. Ich bereite mich vor. Bis gleich. Wir sind jetzt am ersten Stelle. Es ist ein bisschen laut, weil wir stehen direkt unter einer Brücke. Die Stelle, muss ich sagen, ist eine sehr, sehr bekannte Stelle. Ich hoffe natürlich, dass die Fische jetzt da sind. Es ist ziemlich riskant. Es kann Fische hier geben, auch viele Fische. Aber es kann auch sein, dass kurz davor irgendwelche Leute hier waren am Angel. Ich bin mir sicher, über das ganze Wochenende waren auch sehr, sehr viele Leute hier an dem Spot. Ich war ganz kurz hier am Wochenende, es auszuchecken, weil so viele Leute hier, bin ich direkt wieder gegangen. Aber es liegt genau auf meinem Weg zu meinem eigentlichen ersten Spot und ich wollte die nicht auslassen. Ich bin in erster Linie hier in der Hoffnung, dass vielleicht ein Barsch rauf geht. So, here we go. We arrived in the end at the polar. So the trick in my mind, where I was switching between starting at a canal or a polder, we ended up in the polder. So it's a little bit of a gamble for 2 hours, but we give it a shot. Guten Morgen, angekommen am ersten Platz. Die Köder sind montiert. Einmal ein bisschen was Auffälliges, was Schlankes, ein Wiss in 10 cm. Einmal was ganz Neues, den kennt ihr zwar alle schon, das ist der G-Bump, aber das ist jetzt eine neue Größe. 65 mm, was Schönes, Kleines. Ich hoffe hier auf Barsch, ich hoffe auf Zander. Und ja, in einer Minute geht's los. Also ich fange erst mal an mit der Zanderroute und dann sehen wir weiter, was kommt oder auch nicht. So, 8 Uhr. Jetzt geht's los. Es wird ernst. Team Sunline, das ist mein erster Wurf. Auf geht's. Let's go, guys. First cast. So, der erste Wurf. Ja, erster Wurf, 8 Uhr. Es geht los. Episode 1 of Group C. First cast. Lass die Spiele beginnen. Ein sehr abwechslungsreicher Auftakt mit teils sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. Noch wissen wir nicht welche, aber dass sich eine Taktik früh auszahlt, ist zu erwarten. Das, oh, das war, das war, das war, da kommt einer andere her, ja, steht noch hier vorne. Oh. Ja, oh, fuck. That was a big pike. Oh, Mist. Oh, oh. Oh. Komm ich gar nicht zu gucken. Ja, wie schon erwähnt, das ist hier einfach ein gerades Kanalstück. Ist eine super interessante Uferstruktur hier, direkt vor meinen Füßen. Und das Ding geht hier 2-3 Kilometer lang. Ich werde hier einfach komplett Strecke machen, laufe in die Richtung, weil das ist auch meine Wurfrichtung. Bietet sich einfach an, lässt sich für mich am bequemsten fischen. Muss ich hier ein bisschen langklettern gerade. Und so machen wir jetzt einfach Strecke. Ich gebe mir hier jetzt erstmal mindestens 2 Stunden Zeit, vielleicht 3. So right now I put a nano jig with a small finesse feeder tube. And yeah, I could perch and zander here like that. Normally more perch, but if the zanders are really in the bottom and not feeding, you can trigger them like that. So here during training, I caught everything: perch, zander, and pike. Pike by luck, I think. There's always a few pikes hanging around, but here you really have a shallow with lily pads that are not up already. You can see them through the water. And normally there's always some perch feeding there. It's still quite early, so I don't have big trust for perch now, and I have other plans for big perch anyway. But on this part, you have normally it's more deep. You have the shadow of the bridge, so my hopes now are ready to catch a good zander. Für diejenigen, die vielleicht letztes Jahr gesehen hat, habt ihr gesehen, ich habe sehr, sehr viel auf Topwater gefischt. Ich glaube, dieses Jahr ist es nicht ganz so einfach wie letztes Jahr. Wir sind ein bisschen früher in der Saison dieses Jahr gestartet, also direkt quasi nach der Schonzeit. Und wegen dem Wetter, dieses Mal, alles ist ein bisschen kühler geblieben. Oder alles ist ein bisschen kühler im Vergleich zu letztes Jahr. Und deswegen glaube ich, dass der Topwater nicht so einfach ist. Bis jetzt im Training habe ich tatsächlich nur geschafft, Topwater-Hechte zu fangen. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach wie letztes Jahr.
Deswegen verbringe ich nicht zu viel Zeit. Habe schon einfach 5-6 Würfe gemacht, weil im Prinzip, wenn eine hier wäre, glaube ich, er hätte dann auch raufgegangen. Das ist leider hier ein Spot, der deutlich besser funktioniert, wenn es eine ziemlich starke Strömung gibt, was total gar nicht gibt. Das wusste ich vorher, bevor ich hier gekommen bin. Dass zu der Uhrzeit wird einfach keine starke Strömung jetzt hier geben. Das ist sehr tidalabhängig. Aber wie gesagt, das war direkt auf meinem Weg zu meinem eigentlichen ersten Spot, das jetzt mein zweiter wird. Und deswegen habe ich gedacht, es lohnt sich einfach ganz kurz anzuhalten. Geil, Alter! Oh, was ein schöner Zander! Was ein geiler Zander! Auf dem G-Bump in der neuen Farbe Ufa Roach. Ja, die Scale ist nass vom Keschern. Darum ist sie am Kescher dran. So, Maul ist zu. Überschreitet die 0,5. 68. 68 cm. Mega coole Punkte. Erleichterung ist ein bisschen da. Ja, wie wir das so schön nennen, der Fischfahrstuhl darf natürlich auch zum Zurücksetzen seine Aufgabe erfüllen. Der Fisch kommt jetzt in den Kescher. Das Blut ist übrigens von mir, von meinem Daumen. Und dann einmal nach unten fahren. Mach's gut. Traumstart, ganz früh direkt ein richtiges Brett vom Ufer, sauber eingenetzt und offensichtlich hatte Malte mit Dekor und Ködergröße einen ziemlich guten Riecher. Ja, der Erfolgsköder, G-Bump, 8 cm, Ufa Roach, die Farbe hat sich jetzt in letzter Zeit wirklich zum Großfischmagneten herauskristallisiert, auch zu Hause an den heimischen Gewässern, gerade auf Hecht, auf Zander, der bleiben wir jetzt erstmal ein paar Würfe treu. So, first Zander for Malte. 68 cm, it's quite a good Zander already for the competition. I still have hopes to catch one here, but if I don't, in a few minutes we'll change spot. Oh, ist auf jeden Fall ein ganzes Stück Erleichterung. Das abgefallene Fisch. Ein kleiner Zander, ich glaube, er reicht nicht ganz. Wir versuchen es trotzdem mal. Ja, das reicht nicht. Der kommt schnell zurück, schnell wieder in den Kescher rein. Einmal nach unten mit ihm und dann darf er auch schon wieder schwimmen. Ein schöner Biss war es trotzdem. Ein bisschen Aufregung ist es natürlich auch immer. Schade, dass er zu klein war, aber weiter geht's. Ja, Leute, ich gebe es zu. Ein schneller Fisch wäre schön gewesen. Den habe ich nicht gefangen, aber es ist gerade mal etwas mehr als eine halbe Stunde um, also noch nichts verloren. Und ja, so 3-4 Stunden wollte ich dem Gewässer hier geben. Deswegen bin ich noch ganz beruhigt. Aber ja, langsam sollte mal ein Hecht kommen, das wäre nicht schlecht. Leider hat es nicht geklappt mit dem Barsch. Zander sowieso nicht, aber das war irgendwo klar. Da gibt es gar keine Strömung. Das ist wirklich ganz schlecht, vor allen Dingen für die Zanderanglerei auf der Stelle her. Alles halb so wild. Es war a bit of a long shot and a lucky shot, hätte es funktioniert. Aber wie gesagt, halb so wild. Jetzt gehen wir einfach zur nächsten Stelle. Der nächsten Stelle fischen wir deutlich länger aus. Und auf der nächsten Stelle habe ich auch natürlich gute Hoffnung, dass wir
auf was fangen. So, wie alle mich kennt, Ordnung, einfach ganz, ganz wichtig bei mir. Ich habe mein Messer dabei. Ich habe gehofft, vielleicht sehen wir Tone auf den Weg. Dann kann ich seine Reifen abstechen. Ja, ich habe jetzt hier schon ein ganzes Stückchen abgeangelt. Jetzt die letzte, ich weiß es nicht, nur auf Uhr gucken, halbe Stunde mit dem Titchbait. Jetzt gerade hat es schon wieder gebimmelt in der Hosentasche. Jetzt ist hier vorne gleich die Strecke, die ich erstmal mir als Ziel gesetzt habe, quasi zu Ende. Dann gehe ich einfach wieder zurück mit dem anderen Titchbait, twitche das alles nochmal zügig ab. Und dann gucke ich mal, vielleicht fahre ich ein Stückchen weiter hoch und gucke mal, ob ich eine andere Wasserfarbe finde. Weil jetzt gerade ist es hier recht trüb. Das hatten wir die Tage, wo wir trainiert haben, nicht ganz so doll. Und wie wir gesehen haben, wird hier irgendwie an mehreren Stellen in diesem Kanal gebaggert und gebaut gerade. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich immer so ein bisschen verschieben, je nachdem, wie aktiv die sind. Und dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen klares Wasser finde, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass im klaren Wasser eher die Barsche sind, vielleicht auch die kleineren Barsche. Und wo die kleineren sind, sind mit Sicherheit auch größere Räuber. Small perch. Too small, maybe. Maybe not. We will see. Oh? Oh? Wait, guys. No. No, because it's 21 and a half, so... Up, I need 22. Fuck. Almost, but then let's maybe catch another one. Nice one. That's the big one. Don't shake the hook, baby. Whoa! Boom! That's an 80. This is why we come to this boulder. I found it, I know the hotspots in the hotspots, and there are always pike, always. Yes, I am so happy. I needed just one in this boulder. I grabbed a very useful tool. Thanks to Fish Explorer. Last time in a Dutch competition, I ripped my hand and I'm a bit, I know it's silly, but a bit scared to hold them. So this, will definitely work. Okay, buddy. Okay. It is 88. Approved? Yeah. So guys, first pike for me from YPC. Let's get it back. Wow, he wanted to go back very bad. Clean the gloves a bit. That's better. Let's send it into the group. That's how we roll. Oh, I'm so happy that it worked out. Smart to go here in the morning. The sun is not too high. The pikes are still active. And 88 to start the competition. I'm very satisfied with that. Ton hat einen 88er Hecht. Ton von Hamm, 88er Hecht. Auch geil. Petri-Tun. Aber da habe ich mit gerechnet. So guys, three important things in polder systems. So the pike came on the western swim. A hard lure always fish thick fluorocarbon or steel. This hard lure has been producing so much pike, also in previous years of YPC. And it is my go-to bait to search in polders where the pikes are. The tip number two, bring yourself a set of long pliers. These ones are needed. Now it was not needed, but if the pikes inhale the bait deep, you need to get it out. So use a long unhooking plier. And then the third thing, use a Polaroid. You can see the pikes following the bait and maybe slow down a bit or speed up to get them take the bait.
This is also a very important one. The polarized filter makes you able to look better in the water with these bright conditions. These three tips will let you catch more pike in polders. Let's catch another one. Ton beweist ein gutes Bauchgefühl bei der Spotwahl und zeigt sich siegeshungrig wie eh und je. Den Kontrahenten klingeln jedenfalls schon wieder früh die Ohren. Wer kann diesen starken Polderhecht kontern? Oh, yes, 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 yes. Da hat er ihn endlich genommen. Ich hoffe, er hängt gut. Ist gleich eine schöne Größe. Oh, den muss ich kriegen. Oh. Naja, aber ich habe ein relativ kräftiges Gerät. Braucht man auch, um so ein... Oh, da. Na komm, ich hab ihn. Jawohl. Okay. Gut, hier seht ihr ihn mal. Schöner Hecht. Ja, und den wollen wir jetzt mal schnell messen. Bevor er wieder in die Freiheit darf. Und der hat... ist über was sagt das sagt der Kameramann? Ja, ist 83, ne? Ja. 83er Pike, ja, genau, sehr schön. Bisschen über 82,5. Sehr schöner Fisch, sieht echt toll aus hier auch in dem klaren Wasser. Und ja, freue ich mich einfach, dass das schon mal geklappt hat. Der darf wieder schwimmen. Auch Veits Hechtplan geht auf und das ebenfalls mit einem Exemplar in schöner Turniergröße. Der Routinier ist erleichtert. Ja, Vertrauen hat sich ausgezahlt. Der Fabrico Pike hier einfach eingeleiert. Obwohl der See ja hier über 20 Meter an manchen Stellen tief ist. Das Ding läuft nur so 2 Meter tief mit der 10 Gramm Screw dran. Funktioniert einfach, echt geil. Und ich werde jetzt ein bisschen weitermachen in der Hoffnung, dass es noch einen weiteren Hecht gibt. Der nimmt jetzt schon sehr viel Druck von mir, dieser Fisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das andere Gewässer, wo ich heute noch hinfahren möchte, da gibt es eigentlich nur Zander und Barsche. Deswegen, ich wollte heute gerne nach Möglichkeit eine Full Card schaffen. War der Hecht notwendig und jetzt kommt hoffentlich noch ein weiterer. So sieht er also aus. Der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 Euro. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. So I just saw Malte caught a 68 centimeter Zander, which is a very good one in this condition, and Veit a pike of 83, also a fine one. So it's good to see that the opponents are catching fish for the show, and let's try to catch another one here. Ja, die erste Kombo, die ich hier heute dabei habe und mit der ich auch die beiden Fische gefangen habe, das ist eine Chuten Cut von Ganki natürlich, ist die überarbeitete Chuten-Serie. S250M, also 2,50 Meter, ist angegeben mit einem Wurfgewicht 5 bis 21 Gramm, maximal 30. Also wir geben immer ein optimales Wurfgewicht an, aber auch ein maximales Wurfgewicht.
Ja, und jetzt hier, wo ich erhöht stehe, mag ich das ganz gerne. Manchmal mit einer längeren Rute, gerade bei dem starken Wind, kann ich die Schnur damit besser nach unten drücken und habe einfach ein bisschen mehr Kontrolle teilweise. Ja, Fehlbiss. Scheiße. Es war wahrscheinlich wieder der nächste Zander vom bisher. Hing leider nicht. Ja, mitten in der Erklärung. Rolle ist auch eine Chutenkat 2500er Größe, also eigentlich optimale Rollengröße. Ich denke, das kennt ihr alle. Und dementsprechend eine dünne, geflochtene, achtfach geflochtene Schnur, die Slide Braid. Das ist jetzt eine 010. Das reicht ja eigentlich für das City-Angeln völlig aus. Und über den Köder habe ich ja vorhin schon mal gesprochen. So, Leute, jetzt sind wir wieder an dem Ort, wo ich letztes Jahr meine sehr schöne Topwater-Hecht gefangen habe. Der Kanal ist natürlich nicht unbekannter geworden dadurch, muss man sagen. Also es gibt schon echt viele Angler hier. Im Training habe ich viele Leute hier gesehen. Und jetzt gerade auf dem Kanal habe ich auch jetzt Angeln gesehen. Also der Kanal, Gott sei Dank, ist sehr lang. Ich bin einfach weiter an die vorbeigefahren. Starte einfach ein bisschen höher. Und ich würde jetzt hier 2-3 Routen mitnehmen und einen Kescher. Und dann laufen wir das Ding ab und probieren mit unterschiedlicher Hardbaits, also Topwater natürlich viel, und auch Twitchbaits, und versuchen, ob wir ein bisschen the Magic vom letztes Jahr reproduzieren können. So, zum ersten Mal kann ich auch richtig auf mein Handy schauen, während ich zum Spot laufe und sehe, ich habe schon was verpasst. Also kamen echt 3 gute Fische bis jetzt. Malta ein 68er Zander, Ton ein 88er Pike und Fight ein 83er Pike. Also 3 echt gute Fische. Gratulation, das ist immer ein ziemlich gutes Gefühl, wenn man einen Fisch erstmal hat. Also ich denke, die 3 fühlen sich ein bisschen besser. 3 gute Fischer, wird schon schwierig. Naja, dass es nicht leicht werden würde, war in dieser Gruppe schon vorher klar. Und immerhin ist Daniel jetzt auf dem Weg zu seinem letztjährigen Sweet Spot. Was er allerdings nicht weiß, es ist schon längst jemand dort. Da dachte ich erst, es wäre ein Ast. Laufen lassen, bitte. Oh, da haben wir direkt einen Barsch im Sack. Oh, geil, ist auch ein besserer Fisch. Wie geplant. Was ist da los? Das Gel ist nass. Fisch kommt noch mal ins Wasser rein. Köder ist natürlich vertüttelt. Kommt trotzdem rein. Sie sich kurz zu holen. Ich schätze knapp 40, 41, 42. Aber manchmal verschätzt man sich da auch dolle. So. Erster Einsatz für mich von der YPC Scale. Mega. So, hol ich mal raus, den Burschen. Mal präsentieren. Oh, der ist lang, ist der. Das sind die Sommerbarsche. Nicht fett, aber sehr lang. Geil. Ich glaube, das kann man mal so machen, ne? Maul ist zu. Licht vorne dran. Und da sehe ich 48,5. So, das ist tatsächlich mein Einstand hier beim YPC 2023 Team Sunline 49er Barsch. Geht ab. Oh, geil, ey. Jetzt brauche ich eine Faust. Bam. Hammer. Könnte man als Understatement auslegen, aber vielleicht muss Alex auch sein Augenmaß mal neu einstellen. Gleich mal die Führung mit einem absolut fantastischen Debütfisch, und langsam scheint das auch bei unserem Neuling anzukommen. Ja, geil, ihr habt's gesehen, 49er Barsch für mich. Ich freue mich tierisch, mega geil, ey. Stimmung ist auf jeden Fall jetzt ganz weit oben. Der kam jetzt gerade auf einen Lurfans X68, das ist ein kleiner Twitchbait, 68 mm, Suspending, 6,4 Gramm. Sehr geiles Ding, der hat auch ein Wurfsystem drin. Der klackt schön, wenn man den auswirft, fliegt super geil, selbst bei dem Gegenwind hier. Ansonsten Setup,
kurzes Titanvorfach, eine Spitze. Dann habe ich hier, das ist das Sunline V-Hard Vorfach. Das ist ein sehr hartes FC, sehr abriebfest. Das ist jetzt ein sehr starkes Line Size 6, das müsste 0,40er sein. Danach kommt eine Sunline Super PA 8. Eine achtfach geflochtene Schnur, 15 Lips, auch eine Spur kräftiger gewählt, jetzt extra fürs Turnier. 3000er Spinrolle, eine 7,6M Route, das ist aktuell noch ein Prototyp, gibt es so noch nicht zu kaufen, aber vielleicht, wenn der YPC ausgestrahlt wird, haltet einfach die Augen offen von Legit Design. Sehr geiler Stock, X68, sehr geil, sehr geil. Schön zusammengefasst. Alex marschiert und auch Sammy hat sich fürs Streckemachen entschieden. That was really tough to fish here 1 week ago. The guys really made me a favor because they cut all the grass, but they just let it a small part of the grass, just the one who is up to the water, and it's quite good because the fish are waiting, of course, for insect and stuff like this. So if they would have cut all the grass, would have been really bad for me. Fish on. Good fish. Nice fish, yes. Nice perch. No! Fuck! That was almost 40, guys. Fuck. Ah, shit. Okay, okay, I will catch more. Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da kommt einer. Scheiße. Schöner Nachläufer hier, der steht noch hier vorne. Schade. War auch so ein Fisch. 80er Größe ungefähr. Also ich glaube, hier stehe ich nicht so schlecht an der Stelle. Und das ist jetzt auch die Situation, wo man mal den Köder wechseln kann. Deswegen, ich habe ja die zweite Route hier nicht umsonst mit. Wenn man einen Nachläufer hat oder einen Fehlbiss, immer erst noch mal ein paar Würfe mit dem Köder machen, wo der Biss drauf kam. Aber danach kann es oft klappen, dass man, indem man einen anderen Ködertyp fischt, also jetzt ist ja hier ein Jerkbait, das andere war ja nun Gummi, dass der vielleicht darauf noch einsteigt. Gucken wir mal. Beim Sendai-Jerk ist ja hier das Schöne, der lässt sich weit schmeißen, kann ganz normal mit Spinnrute gefischt werden, braucht man keine Jerk-Rute dazu. Ich nehme hier meine Artemis Medium und lässt sich hier 1A über dieses flache Kraut führen. Wenn man ihn dann mal so kurz abstoppt, dann taumelt er ganz langsam runter, aber läuft nicht tiefer als 1 Meter. Oh, da kommt der Nächste. Na komm, los, nimm ihn. Yes! Yes! Oh, geil. Hat den Sand-Eye-Jerk hier vor den Füßen genommen. Ah, schön. Hängt nur knapp. Oh, bitte nicht springen. Yes! Yes, er ist drin. Sehr schön. Ja. Nur die 2 Köder mitgenommen und beide haben funktioniert. Köder schon raus. Zweiter Pike im YPC für mich. Sieht noch ganz schön zerlettert aus von der Laichzeit. Wir machen die Scale noch mal nass. Die ist schon wieder trocken geworden hier in der Sonne. So. Und dann messen wir den Burschen hier schnell. Liegt vorne an und hat ein bisschen was über 70,5, also 71er Pike. Also das ist jetzt schon sehr befreiend, das ist immer wichtig, also wenn jetzt gleich im YPC der erste Plan nicht aufgeht, das wäre schon ein Tiefschlag gewesen. Zum Glück geht er doch auf, nachdem es ein bisschen gedauert hat, hat eine Stunde gedauert. Aber hier jetzt, und das ist das Interessante, auch wenn man diesen Gewässertyp beangelt, hatte ich jetzt schon Nachläufer, einen Fisch, 2 Fische gefangen von dieser einen Stelle aus und noch ein Fehlbiss. Vorher nur einen Nachläufer weiter vorne. Und das Interessante ist ja,
eigentlich positiv. Wir hatten jetzt die ganzen letzten Tage die gleiche Windrichtung und immer Nordost. Und das heißt, der Wind drückt voll hier in die Seite rein. Deswegen habe ich mir schon fast ein bisschen gedacht, dass hier die Chance am höchsten ist. Und ja, ich werde den Platz auch noch ein bisschen weiter befischen. Vielleicht kommt hier noch einer. Das ist definitiv nicht auszuschließen, denn die Hechte haben Bock. Und Veit weiß ganz offensichtlich, wie man sich ködermäßig auf sie einstellen muss. Ja, diesmal war es der Sandeye-Dog hier von Seika Pro, der mir den zweiten Fisch gebracht hat. Auch ein Köder, den ich wirklich sehr gerne fische, wie gesagt, weil er sich auch wirklich sehr einfach angeln lässt. Und was ihr vielleicht auch gesehen habt, sowohl bei dem Fabrico Pike als auch hier bei dem Sandeye-Jerk, habe ich auf ein etwas schockigeres Dekor gesetzt, also Hot Perch ist das ja hier. Weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass sich also auch in solchen klaren Seen Hechte sehr gut mit Schockfarben fangen lassen. Und wenn man gerade diese Farbe mal betrachtet, es ist ja eigentlich ein Barschdekor, was einfach ein bisschen heller ist als ein echter Barsch. Also ein bisschen auffallen kann also im klaren Wasser manchmal nicht schlecht sein. Ich werde aber auch, das habe ich mir schon vorgenommen, auf dem Rückweg mit einem eher natürlichen Köder-Dekor angeln. Das hat hier nämlich auch geklappt, aber jetzt mache ich erstmal noch mit dem ein paar Würfe. I think there was a pike that tried to take it. Or it was a carp that got scared, but was too far away in my opinion. Oh! You saw it? There was a pike. Yeah, got him. I knew it was one. Big one. I saw him chasing it from the reeds. And this is a big one, my man. This is a very big one. Whoa, 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 whoa. Again, barely hooked. But we got him! Oh, I saw him. I threw perfectly in the shade. Twitch, twitch. And I saw him. Like chasing the lure. And now we are going to rumble. Let's weathen it, very important. And this is why you should wear Polaroids also. 91 or 92? It's in front, right? 92. All right, guys, a pike, 92. On what else than the Westin Swim? We get it back quickly. These ones we should take care of. Ton legt im Hechtduell nach und erobert die Spitzenposition. Viel Angelzeit lässt er selten ungenutzt verstreichen. Aber nach dem zweiten stattlichen Polder-Isox dürfen wir einen kurzen Blick auf sein Setup werfen. Okay, guys, I told you this before. I catch my pike on the Westin Swim, 12 cm in the suspending version, because it is very shallow here. So what is the crazy thing about this lure? If you fish it aggressive on a stop and go, it goes really fast, left, right, left, right, left, right, and then you have to stop the bait. And when you stop it, man, they smash it. Like this one. The rod I like to use for this kind of fishing is a Power Strike, a casting version, so with a bait casting reel, up to 60 gram. So why do I like to use a lightweight rod? It's polder fishing. I mean, there are no obstacles or whatsoever. It's fun to fight with a 60 gram rod. So this is my setup. Let's try and catch another one. So guys, I just got an announcement that Alex caught a perch of 49 centimeters. To be honest, well done. That's a big, big perch. So, congrats, will be hard to top that one off, and Veit caught also his second pike. So we should stop talking and keep on going. Ja, gerade am neuen Platz angekommen, schon wieder einen Fehlbiss gehabt. Ich glaube aber, das sind wirklich kleinere Zander. Jetzt hängt er. Na, so klein ist der gar nicht. Ja! Der sollte auf jeden Fall das Maß haben. G-Bump, ja, zwei Kohlumdrehungen davor schon Biss gehabt. Und jetzt haben wir ihn.
Mega gut. 51. Ja, 51er Zander. Cool. Köder habe ich schon gesagt. G-Bump, Ufa Roach, mega Köder. Und damit lassen wir den gleich einmal wieder runterfahren. Da haben wir es. Da ist er wieder weg. Ja, ihr seht, ich mache mir die Scale hier am Kescher fest. Das ist erstens ganz cool, weil ich sie einfach immer dabei habe. Und zweitens, das ist halt auch nochmal ein kleines zusätzliches Gewicht, dass der Kescher schön runterfährt. Das macht er zwar auch so, aber gerade hier bei dem Wind und sowas hat man einfach ein bisschen mehr Kontrolle über seinen Kescher mit ein bisschen mehr Gewicht dran. Ich will gerade den Zander reporten oder mach's gerade. Ton 88er Hecht, das hatten wir schon. Veit ein 83er Hecht. Alex ein 49er Barsch, richtig, richtig stark, mega. Veit ein 71er Hecht und Ton 92er Hecht, also schon mega Fische, die jetzt in der kurzen Zeit gekommen sind. Weitermachen heißt das. Der Blick aufs Handy trübt Maltes Freude über Zander Nummer 2 ein wenig. Bei Daniel stellt sich eine leichte Ernüchterung, auch ohne den Blick aufs Display ein. So Leute, ihr seht im Hintergrund einen anderen Angler. Und das ist auf jeden Fall Alex. Ich habe auch seinen Kameramann Tadi gesehen. Das ist auf jeden Fall Alex bei uns. Also wir sind schon relativ nah, muss man sagen. Was ich machen würde, ich gucke mal gleich die Zeit an, aber ich glaube, ich habe noch eine gute halbe Stunde bestimmt, noch Zeit her. Und deswegen würde ich gleich ins Auto springen und wir werden ein paar hundert Meter fahren. Und dann haben wir hoffentlich einen Bereich, wo Alex nicht gefischt hat. Morgen. Morgen. Schöner Barsch. Danke. Ja, hat Spaß gemacht. Glaube ich. Und bei dir? Ich habe schon ein paar Minuten nicht mehr aufs Handy. Bei mir ist das Handy noch leer. Das Handy noch leer? Ja. Ah, das kommt auch noch. Hallo Tadinis. Bin ich mir sicher. Aber ich sehe, wir angeln auch ganz anders. Moin. Moin. Meinst du? Nee, ich glaube, so anders angeln wir nicht. Naja, aber du angelst flach hier in der Nähe von dem Dings. Ja. Gut. Ja, achso. Ich gehe schon auch über die Kante rüber. Ja, okay. Jetzt wolltest du mich hier überholen, oder was? Ich weiß es nicht. Wie, kannst du mir ehrlich sagen, wie weit du hier gefischt hast? Dann würde ich einfach im Auto springen. Ganzes Stück. Ja? Ja, ja. Also bestimmt 300 Meter hier hoch nochmal. Bis zur Brücke? Nee, bis zur Brücke nicht. Okay, dann fahre ich zur Brücke und angle bis zur Brücke. Da sollte frisch sein, denke ich. Ja, ja. Aber ist gerade alles trüb, ne? Ja, trüb. Ja, das hat vorhin... Wegen der Sonne, aber es ist einfach trüber, ne? Nee, es ist trüber. Das hat vorhin eingesetzt. Es war erst klar. Du konntest ja alles sehen und... Am Wochenende war ich, ja, es war sehr klar. Und deswegen, ich dachte, du schleppst eigentlich genau wegen der Seite. Nee. Ich gehe schon über die Kante rüber und alles. Okay. Aber ich war gerade da hinten irgendwo und dann kamen zwei, drei Boote. Und dann ist mir aufgefallen, habe ich noch gesagt, jetzt bin ich hier im Bereich, wo es trüber ist. Ist mir aber aufgefallen, dass alles trüb ist auf einmal. Ja, ja. Ne? Also es war eben besser. Jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde kein Boot kommt. Ich hoffe auf ganz vieles, ne? My boy. Ja, ich muss auf so vieles hoffen. Hoffen ist das Motto, meinst du? Hoffen ist das Motto. Ja, das wird schon. Das viel wird schon. Spaß. Ja, dir auch. Ja, Fisch an. Fisch an. Good fish again. Oh. Yes. Oh, go inside. Pooh. Back in the game, guys. Yes. Yes, good size perch. This is wet because it was in the net, so it's fully wet. Okay, let's measure this fish. Maybe here, because it's flat. Okay, not so big. Okay, so 36, good for you? Yes. 36 centimeter perch, guys. And that's only the start. Feels so good. Really, I know there's a lot of fish here, but after losing one good fish, like that, maybe a bit less. But yeah, it feels so good. I'm so happy. Let's continue. Den hat er sich verdient. Sami entschädigt sich für den zuvor entwischten Barsch und meldet sich offiziell ab. Zumindest für den Moment bleibt damit allein Daniel ohne Punkte. Malte hat derweil einen schmerzhaften Verlust zu beklagen. Das war der Hecht.
Ja, das war jetzt natürlich richtig Pech. Bei dem trüben Wasser, bei der Strömung, auf jeden Fall nicht mit dem Hecht gerechnet. Noch mit Flur unterwegs gewesen für Zander. Tatsächlich gab es eine Hechtoption ein bisschen später. Da hätte ich auch gewechselt. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Halbe Stunde weniger heute. Also anstrengend, das Beste daraus zu machen. Three more minutes and then we are at my very special spot that hopefully delivers. I've been there only once, so you never know. But yeah, we shall see. Sometimes it burns. Kein Bock mehr auf böse Überraschungen? Hol dir Luredrop, das Monatsabo für Raubfischangler. Krasse Neuheiten, exklusive Sonderfarben und ein riesiger Preisvorteil. All das und vieles mehr gibt's auf luredrop.de. Wolltest schon immer einmal einen Angeltag mit Dustin Schöne und Felix Weckesser erleben und sogar in einer Folge Firstcast TV erscheinen? Hier ist deine Chance, denn wir feiern Nace Week. Vom 10. bis 19. September gibt es je ein Los pro ausgegebene 50 Euro für Nace-Artikel im Hecht und Barsch.de Onlineshop. Schlage jetzt zu und gewinne mit etwas Glück einen unvergesslichen Angeltrip. Ich glaube, ich beende das jetzt hier mit dem Barschangeln und Topwater angeln und konzentriere mich erstmal auf den Zander und gebe mich jetzt erstmal mit dem 49er Barsch hier zufrieden. Das ist natürlich schon echt geil. Ich hätte mir noch einen oder vielleicht sogar zwei mehr gewünscht, am liebsten auf Topwater. Die Chance hätte ich natürlich heute Morgen kurz gehabt, aber wenn der Fisch daneben packt, machst du eh nichts. Aber ich denke, wir fahren jetzt schön Zander angeln. Die Sonne steht schon schön hoch, das sind eigentlich optimale Bedingungen für die Spots, die ich jetzt habe. Da machen wir uns jetzt auf, düsen da schnell hin und dann fangen wir hoffentlich einen schönen Zander. Abmarsch! So, I fished for a while with the Multivibe 14 grams with the finesse fillet. I love the finesse fillet because when they come to take it, it's super easy to bend it. You see, it's super, super easy, so I normally don't miss a lot of fish. Still, I missed one today, then that's life. But now I change. I want to change vibration. So here we go. Up. I put my chatterbait back and I will take the Yozuri Midrunner crankbait. It's the new color we have from this year. It's 3D prism printed inside. So you have really the reflection of the sun. And because of the boat, the water is a bit muddy now, so I think a bit of more reflection could be good to make those perch react. Let's test. Ja, wie bereits angekündigt, geht's jetzt auf dem Rückweg nochmal mit einem natürlicheren Dekor hier zur Sache, also auch der Fabrico Preik. Und man sieht es hier noch, im Training habe ich auf das Teil hier, obwohl der ja 18 cm groß ist, einen 100%igen Barschbiss gehabt. Der hat leider nicht gehangen. Es wäre zwar jetzt sehr, sehr mutig zu glauben, dass das hier reproduzierbar ist. Ich setze also schon in erster Linie damit ein Hecht zu fangen drauf. Aber man weiß es ja nicht. Also ein Barsch wäre natürlich hier tipptopp. Aber ich hoffe, dass ich den ansonsten noch woanders fange. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter hier. Also Zielfisch ist ganz klar natürlich Hecht. Und ich werde mich jetzt den Weg, den ich hierher gekommen bin, die Stellen, werde ich mir jetzt zurückarbeiten. Und vielleicht gibt es ja noch mal einen. Bevor die Sonne ganz oben steht, noch einmal Spot- und Köderwechsel en masse. Für wen geht noch was vor der Halbzeit? Ja! Big one. Sander.
Big Sander. Oh, no, no, no. Yes! So guys, a nice sizable Sander on the drop shot. Let's take a look how long it is. And then we go. We continue fishing. It's clearly over. Look, it's on the face of Mark. So guys, 52 centimeter Sander. Let's continue fishing. Release him first. Gently. There he goes. Super. Post it in the group and continue fishing. I almost dropped my net in the water. Am neuen Spot wird nicht lang gefackelt. Mit seinem ersten Sander baut Ton die Führung aus. Aber auch anderswo haben die Zettis anscheinend gerade Appetit. Ja, Fisch. Ah, wahrscheinlich zu klein. Aber immerhin mal wieder Action. Der wird zu klein sein, ein Sander. Ja, den denke ich, brauche ich gar nicht aufs Board legen, der kann so wieder zurück. Naja, mal wieder Action, ein Biss. Leider zu klein. Schon der zweite Sander, der heute zu klein war. Wollen hoffen, dass der nächste mal wieder die Mindestgröße hat. Schönen Biss gehabt. Shit. Ach, da wäre doch noch mal einer gewesen. Schön draufgeknallt, aber hing nicht. Gleich noch mal hinwerfen, vielleicht kommt er noch mal. Yes, da ist er. Da ist er. Boah. Schöner Einschlag gewesen. Der muss jetzt nur hängen bleiben. Das war höchstwahrscheinlich der Fisch, der eben den Filbis produziert hat. Kam jetzt genau im gleichen Bereich der Biss. Er ist gut. Guter Hecht. Boah. Jetzt ist Snook. Oh, hängt aber nur an einem Drilling. Ich hoffe, wir kriegen ihn. Ich hoffe, wir kriegen ihn. Das wäre gut. Das wäre gut, wenn ich den kriege. Moment kommen. Na komm. Na komm, na komm, na komm. Oh, oh, oh. Oh. Da gibt ganz schön Gas, Herr Bruder. Ah, komm, bitte, 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 bitte jetzt. Oh. Zieht noch mal ab. Oh. Yeah. Jetzt müssen wir immer kriegen hier. Immer noch nicht. Oh. Oh, ey, ist der kampfstark. Wahnsinn. Oh. Er gibt überhaupt nicht auf. Jetzt aber. Nee. Oh. Ja, ja, endlich. Er ist drin. Er ist drin. Oh, war das jetzt ein Drill? Der war echt kampfstark. Der Fisch ist auch ein schönes Teil. Also so einen habe ich mir noch mal gewünscht. Bis um 11 wollte ich bleiben hier. 11 vor 1, drei Hechte. Perfekt, und den messen wir jetzt mal. Und ihr seht, Fabrico Pike hat wieder geliefert. Der Köder geht diesmal hier in diesem schönen Klarwasserdekor. Und ja, mein System hier, da hat er auch perfekt gehangen.
Da hätte, glaube ich, nichts ausstützen können, so einfach. So. Wunderbar. Schöner Pike. Sehr schöner Pike. Geil. So müssen sie aussehen. Und er hat über 86,5. Also ein 87er Hecht. Ja, genau der Fisch, den ich haben wollte. Geiler Biss. Sehr kampfstark gewesen. Und er schwimmt wieder davon. Hammergeil. Also, ich würde sagen, der erste Plan hier im YPC, der ist echt gut aufgegangen. Jetzt wechsle ich das Gewässer. Hechtangeln ist erledigt. Und dann gibt es vielleicht noch Zander und Barsch heute. Nehmerqualitäten wie ein MMA-Kämpfer. Am Ende geht's aber auch für Veits dritten Hecht kompromisslos auf die Matte. Der Traum von der vollen Karte am ersten Tag lebt. Jetzt ist es Zeit für Zander. Aber auch die Konkurrenz bleibt eifrig. That's a good one. Huh. Uff, not bad. Not bad. Pike? Maybe Pike. Hmm. Oh. He's coming, he's coming. Uff, uff, uff. Uff. That's not small. Uff. Fucking Xander. Yes! Oh, come on, guys! That's the fish we want. I tested quite a few lures, had no good reaction, so I went back on the multi-vibe and you can see how it took it strongly. Wow! Yes! Let's see how long he is. 64? Yes. We good? Nice Xander of 64 centimeters. Yes, oh man. Okay, go back, man. Up. Okay, he's back. Yes, perfect. So guys, I had no bites for a while. So I went back to the multi-vibe with the finesse fillet because I missed one fish. I had one fish on it, so I believe in it right now. And I know there's some Xanders in this canal. Normally you don't catch so many, but this one is really good because now I don't need to go back on Xander spot or anything. I can focus a bit longer on perch fishing there, and then we can go for either top water points or another perch spot if I don't manage to catch more. But I think we will stick to the spot a bit and catch another one. Unverhofft, aber der Zeitpunkt hätte kaum besser sein können. Sami kann nun deutlich variabler taktieren. Die glücklose Konkurrenz zeigt sich sportlich. Sami, gut am Regel. Schöne Barsch und jetzt ein schöner Zander auch. Mitte 60er Zander ist echt ein guter Zander im Ufer aus. Ja, ein Veit. Noch ein großer Hecht. Also Veit habe ich sowieso gedacht, wird richtig krass. Vorne auch. Big one. That's a 65, I think. Woo! What a strike! It's not 60. We'll be close. Is it touching? Yeah, it's touching. 60? All right, guys, so second Xander for us, exactly 60 centimeters. Very hard strike on the bulties. Let's release it. There it goes. Let's try and catch another one. I also lost my tackle box somewhere, so I hope it's in the car.
nice one. Perch. That's a perch. 100%. Yes! Oh, this was the one I needed. I knew I should make some drop shot casts under there. Hooked on the blood tease, a very small lure that imitates a very small bait fish. It's 31. Yeah, clearly. See? There he goes. 31. Very nice. Let's do a few more casts with drop shot under this bridge. And then we take the box to try and catch another Zander here. But first, we send it into the group. Damit beschließen wir die erste Folge in Gruppe C. Für Titelverteidiger Ton ist die Full Card schon jetzt wieder greifbar nah. Aber auch andere haben kaum Anlauf gebraucht. Sehr gute Hechte, mehrere starke Zander und ein Traumbarsch stehen bereits zur Buche. Allein bei Daniel hat sich noch nicht viel getan. Allerdings hatte er auch ein wenig Pech mit dem Timing an seinen bisherigen Spots. Wir erinnern uns aber an ein Mantra, das ihn schon diverse Male durch schwere Turnierphasen geleitet hat. Um das Feld von hinten aufzuräumen, musst du erstmal hinten stehen. Ob die Aufräumaktion gelingt und wie die zweite Hälfte an Angeltag 1 in Gruppe C verläuft, seht ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr auf diesem Kanal. Bis dahin kommentiert fleißig, lasst uns ein Like da, stöbert mal durch unseren Shop oder guckt euch auf luredrop.de um. Ciao!